Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash-News. Heute wird es richtig interessant, denn wir sprechen über die große Pressekonferenz gestern von Sat.1. Promi Big Brother startet schon bald und die ersten zwei Kandidaten wurden veröffentlicht. Und ja, die eine war eine größere Überraschung, der andere war gar keine Überraschung. Das werdet ihr heute alles hier in diesem Video erfahren. Wir werden so ein bisschen über Promi Big Brother generell sprechen und was sich die bisher bekannten Kandidaten vorgenommen haben. All das hier in diesem Video. Mich begleitet heute der Katzenreporter Luke. Der hat für euch nämlich ein bisschen recherchiert. Und wenn ihr ihm eine Freude machen wollt, dann abonniert gerne diesen kleinen YouTube-Kanal, um nichts mehr von Promi Big Brother zu verpassen. Und postet für Luke gerne ein Herzchen in die Kommentare, meine Lieben. Ja, es war gestern das Thema schlechthin. Promi Big Brother veröffentlicht seine zwei Kandidaten. Und ich habe den Hype erstmal nicht so verstanden, denn der eine Kandidat, das war ja relativ klar. Das wurde ja von seiner Ex-Frau schon vor einigen Monaten erzählt. Also das hat mich jetzt nicht gewundert, aber einige haben den Post ja damals von Iris Klein nicht mitbekommen, als sie veröffentlichte, dass Peter Klein bei Promi Big Brother mitmachen wird. Und genau so ist es gekommen. Ich zeige euch mal das große Ankündigungsbild von Sat.1. Mit diesem Bild machte Promi Big Brother darauf aufmerksam, dass heute etwas sehr Spannendes passieren wird. Zum 10-jährigen Jubiläum von Promi Big Brother zeigt der große Bruder das Leben seiner neuen BewohnerInnen rund um die Uhr im 24-stündigen Livestream auf Join. Und das wurde gepostet und dann wurden die Kandidaten gezeigt. Und ich würde mal sagen, wir schauen mal zuerst zu Peter, was Peter zu sagen hat. Hallo ihr Lieben, guck mal, wo ich bin. Kennt ihr das Sein hier im Hintergrund? Promi-BB. Ja, viele haben spekuliert. Ich darf es euch jetzt live verkünden. Ja, ich bin live dabei. Ja, ihr habt es ja jetzt erfahren. 20. November, Starttermin. Ich hoffe natürlich, dass ihr mich fleißig unterstützt, für mich anruft. Ich will das Ding ja gewinnen, das wisst ihr ja, ne? Und ich bin so, so mega aufgeregt, wenn es dann endlich losgeht. Ja, ich bin dabei und ihr hoffentlich auch. Guck, Promi-BB. 2023. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Bis dahin, liebe Grüße. Ja, herzlichen Glückwunsch, Peter Klein. Du wirst dieses Jahr bei Promi Big Brother mit dabei sein. Wie gesagt, kam jetzt für mich nicht so überraschend aufgrund der Vorankündigung, aber natürlich für Peter Klein ein weiterer Schritt im deutschen Showgeschäft. Nach Wettkampf in vier Wänden, die ultimative Bau-Challenge, jetzt nun Promi Big Brother. Allerdings glaube ich, wer sich darauf gefreut hat, dass Peter Klein in den Dschungel nächstes Jahr zieht, der wird jetzt schmerzlich enttäuscht werden. Ich glaube, das wird denn zeitlich zwar ganz knapp werden und ich weiß gar nicht, ob das dann so von Sat.1 funktioniert. Mal sehen, ja, mal sehen. Aber wie gesagt, das kann ich jetzt noch nicht so sehr beurteilen. Ich habe auch mal in die Reaktionen unter dem Reel geguckt, ja, bei Instagram. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Meinungen sind sehr geteilt. Es gibt natürlich die Peter Klein-Fans, die freuen sich. Aber es gibt auch diverse Kommentare, die Peter Klein nicht bei Promi Big Brother sehen wollten. Das ist nicht verwunderlich gewesen, muss man dazu sagen. Seine Sonne ist sein Schatten. Ja, das muss man einfach so sagen. Da waren viele auch dabei, die, wie gesagt, sich darüber nicht gefreut haben. Aber auf jeden Fall Peter Klein hier nun bei Promi Big Brother mit dabei. Ich selber freue mich drauf. Ich glaube, er wird da eine gute Figur machen. Und ja, er hat auch gleich eine Story auf Instagram hochgeladen. Da war ich allerdings ein bisschen kritischer. Wir schauen uns mal die Story an. Feuer frei. Ja, Eddie, hallo. Guck mal, ich könnte fast Moderator sein hier. Ich sitze hier auf der Moderatoren-Couch. Ja, so ein paar intime Einblicke, was gerade so hier läuft. Hier. Ein bisschen aufgeregt bin ich ja schon, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also es ist ja nicht so, dass man das alltäglich macht. Auch für mich gibt es Dinge, die ich in meinem Leben noch nie gemacht habe. Und dazu gehört natürlich auch so ein Promi Big Brother
Teilnahme und hier im Studio zu sitzen ist schon ein bisschen was Besonderes, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und bin auch ein bisschen stolz darauf, dass es geklappt hat. Ich freue mich riesig darauf. Ich hoffe, ihr auch. Und ich hoffe natürlich auch, dass ihr Teil dieser Sendung sein werdet und mich richtig verfolgt und natürlich auch für mich da seid und für mich votet. Ja. Begleitet mich auch mal. Ach, schon jetzt mit der Votekeule zu kommen, wo es noch nicht mal angefangen hat, fand ich ein bisschen zu früh. Ja, ich hätte eine andere Strategie. Ich glaube, ich würde jetzt erstmal wirklich so ein bisschen noch am Image arbeiten, ja, so ein bisschen noch mal mich schöner darstellen, ja, und dann würde ich dann irgendwann auch mit der Votingkeule kommen. Aber das war für mich schon ein bisschen zu früh und ich glaube, dass viele Zuschauer das dann ein bisschen als störend empfinden, wenn man sich gerade vorstellt, quasi, jetzt kommen ja auch viele neue Abonnenten zu Peter Klein. Ich würde mit der Votingkeule noch ein bisschen warten. Warum jetzt Yvonne Wölke darauf verlinkt war, habe ich nicht verstanden. Das ist halt so diese Koexistenz von beiden im Social Media. Es wird immer alle verlinkt. Ach, weiß ich auch nicht. Also man muss sich auch ein bisschen, man muss seine Wege dann auch mal so ein bisschen trennen im Social Media. So ich persönlich, aber auf der anderen Seite ist es halt sind die beiden halt ein eingespieltes Team. Aber wenn Yvonne Wölke bei Promi Big Brother nicht dabei ist, dann würde ich mal sagen, gut ist. Okay, schauen wir uns die zweite Kandidatin an. Das ist die liebe Yilis. Ja, sie ist auch mit dabei und da hat auch Promi Big Brother ein Reel gepostet. Jetzt schauen wir uns auch mal an. Leute, es ist endlich offiziell. Ich bin Teilnehmerin bei Promi Big Brother 2023 und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie gut es tut, endlich dieses Geheimnis mit euch teilen zu dürfen. Ich freue mich auf alles, was auf mich zukommt. Ich hoffe, ihr werdet dieses Jahr ganz viel Spaß mit uns haben, vor allem mit mir. Am 20. November geht es los. Ich freue mich auf jeden, der einschaltet. Und ja, freue mich auf eine ganz tolle Reise. Ja, und auf diese Reise freuen sich Peter und Yilis gemeinsam, denn es ist dann dieses sympathische Foto entstanden, welches Yilis gepostet hat, zusammen mit Peter Klein. Süß, oder? Papa und Tochter, fand ich total süß. Schön, dich wieder getroffen zu haben, auf eine spannende Zeit, also beide hier noch glücklich vereint. jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Beide hier glücklich auf dem Foto zu sehen, freuen sich auf den Start von Promi Big Brother. Ich finde die beiden jetzt schon mal okay, ja? Tolle zwei Kandidaten. Gucken wir mal, was uns Sat.1 noch so vorstellt. Und jetzt gucken wir mal direkt mal zu Sat.1, was es denn hier für Informationen für die Zuschauer gibt. Das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, denn natürlich gibt es auch reichlich Infos von Big Brother. Und wir gucken mal in das Relevante, nämlich wann startet Promi Big Brother? Und zwar ab dem 20. November täglich live in Sat.1. Oh, in Sat.1, ich sage immer auf Sat.1. Wahrscheinlich denken alle, ich bin bekloppt, wenn ich auf Sat.1 sage. In Sat.1 und Join ausgestrahlt. Okay, da wird es ausgestrahlt. TV-Ausstrahlung, Sendetermine und Sendezeiten. Zu welchen Uhrzeiten Promi Big Brother in Sat.1 gezahlt ausgestrahlt wird, ist noch nicht bekannt. Sobald die genauen Sendetermine und Sendezeiten von Promi BB 2023 feststehen, kannst du diese in der Übersicht nachlesen. Okay, also hier noch keine Information. Promi Big Brother Livestream und Wiederholung. Alle ganzen Folgen und Highlights von Promi Big Brother stehen dir auf Join zum Streamen zur Verfügung. So kannst du dir die Episoden noch einmal im Nachhinein als Wiederholung anschauen. Außerdem zeigt der große Bruder in diesem Jahr das Leben seiner neuen BewohnerInnen rund um die Uhr in 24-stündigen Livestream auf Join. Promi Big Brother 24-Stunden Livestream wird als eigener Sender, als Live-TV-Channel bei Join Plus zu sehen sein. Zitat Ende. Also 24 Stunden Big Brother. Oh mein Gott, ich glaube, das macht keiner. Also wer tut sich denn das an als Zuschauer? 24 Stunden das zu sehen, aber wir werden natürlich hier auf meinem Kanal das alles besprechen, also es lohnt sich, den Kanal zu abonnieren für alle Promi Big Brother Fans, wir werden natürlich darüber sprechen. Die Bewohnerinnen und Bewohner von Promi Big Brother 2023, wer wagt sich in die Welt des großen Bruders? Bisher wurden zwei Promis verkündet, Peter Klein und Yilis. Mehr dazu kannst du zur Übersicht hier bla 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 nachlesen, wie gesagt, wir wissen es noch nicht. Jetzt wird es aber mal interessant, jetzt redet hier Sat.1 nochmal von den Moderatoren.
Es wird moderiert. Wer moderiert Promi Big Brother? Marlene Lufen und Jochen Schropp präsentieren die Reality-Show 2 Wochen lang täglich live direkt vom Promi Big Brother-Gelände aus Köln. Melissa und Jochen gehen jede Nacht direkt im Anschluss mit Promi Big Brother die Late-Night-Show in Sat.1 auf Sendung. Also sehr viel Content. Hier wurden jetzt nochmal die Kandidatinnen im Einzelnen vorgestellt. Einmal Peter Klein, der hat sich als Motto gesetzt, Zitat, versucht es zu gewinnen oder mich auszuboten, es wird euch nicht gelingen, denn ich bin gekommen, um zu siegen. Ein kampflustiger Peter Klein, ja, ich meine, hat er in der Vergangenheit schon sehr viel gekämpft. Peter Klein hier mit seinem Statement, so stellt er sich sein Promi Big Brother Auftritt vor. Es ist so ein bisschen wie die Tribute von Panem. Ja, jetzt wirbt man noch ein bisschen für Unterstützer, bis es denn dann aufs große Kampffeld geht. Ich glaube aber, Peter Klein wird schon ein bisschen weit kommen. Und dann gibt es so ein bisschen über Peter Klein. Wir brauchen uns jetzt die ganze Iris-Geschichte nicht zum 25-millionsten Mal durchlesen. Peter Klein, wie gesagt, aus dem TV auch bekannt. Natürlich immer ein bisschen im Hintergrund hinter Daniela Katzenberger, aber durch die Reality-TV-Show dadurch bekannt, also durch dieses Reality-Format. Ihr wisst, was ich meine. Und dann haben wir noch Jillis. Jillis ist natürlich auch dabei, wie schon gesagt, und auch sie meldet sich hier mit einem Zitat von Sat.1 zu Wort. Ich glaube, dieses Jahr hat Big Brother nochmal einen draufgelegt und was richtig Krasses für uns vorbereitet. Zitat Ende. Ein kurzes Zitat, weniger kampfeslustig, mehr nachdenklich, ein bisschen vielleicht auch in Sorge, denn natürlich so eine 24-Stunden-Live-Seite könnte für den einen oder anderen schon ein bisschen unangenehm werden. Wer sich im Promi-Container verstellen will, dem wird es auf keinen Fall gelingen. Deswegen mein kleiner Tipp an alle Teilnehmer, wenn ihr etwas zu verbergen habt, geht nicht in den Container rein, beziehungsweise redet nicht drüber. Und wer sich verstellt, wird vermutlich keine Chance haben. Die Kameras des großen Bruders werden es einfangen, meine Lieben. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zu den Kandidatinnen hier bei mir in den YouTube in die Kommentare. Wie steht ihr zu Jillis und Peter? Freut ihr euch, dass ihr Peter im TV wiedersehen werdet? Werdet ihr sagen, Mensch, endlich mal ein TV-Format mit Peter Klein, wo man ihn nochmal von einer ganz anderen Seite kennenlernt? Also vielleicht sogar raus aus dem Ehedrama und rein in einen Neustart? Oder sagt ihr, nee, also Peter Klein, den möchte ich nicht im TV sehen. Gleiches natürlich auch bei Jillis. Freut ihr euch, Jillis wiederzusehen? Sie ist ja schon in einigen Reality-TV-Formaten mit dabei gewesen. Oder sagt ihr, oh nee, möchte ich nicht unbedingt sehen. Ich für meinen Teil freue mich auf beide. Bin gespannt, wie sie uns in den wie sie uns in der Vorweihnachtszeit über Wasser halten werden mit Trash-Content. Ja, ich glaube, für Peter Klein ist das jetzt eine gute Chance, noch einmal Sympathiepunkte im Internet auch zu sammeln. Wenn es wirklich dabei bleibt, dass Yvonne Wölke nicht in den Container einzieht, könnte das für Peter insoweit ganz interessant sein, dass man ihn dann auch mal unabhängig von Iris oder Yvonne kennenlernt als Zuschauer. Das ist gar nicht mal so schlecht für ihn und vielleicht auch seine Karriere. Auf der anderen Seite, wenn Yvonne Wölke wirklich dort einziehen sollte, wie gesagt, noch sind alle Teilnehmer nicht bekannt, dann ist das vielleicht weniger gut. Oder gerade gut, wer kann das schon sagen? Ich kann es nicht sagen, aber was ich euch sagen kann, ist, dass wir uns heute wiedersehen um 14 Uhr zu einem weiteren Video, 2 Videos am Tag hier auf meinem Kanal. Und ich hoffe, du bist auch mit dabei. Bis dahin, alles mit Liebe und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen heute um 14 Uhr. Bis dahin, ciao.